Oh, da haben wir Sturz da hinten in genau, den Wald. Genau, die Startnummer 44, Nastasia Kinnunen. Das ist die geborene Dubaresava. Sie ist vorher für Belarus gestartet und startet jetzt für Finnland. Ja, jetzt da nochmal zurück auf die Strecke zu kommen, ist ein bisschen tricky. Konnte sie weiterlaufen? Ja, da legt sie sich praktisch selbst ein Bein. Stellt sich da mit dem Innenski praktisch ja, den anderen Ski. Das ist eben auch das Spezielle in der Staffel mit den Nachladern. Die sind ja erstmal schön, ja. Aber wenn es dann schief geht, hast du quasi eine doppelte Strafe mit dreimal Nachladen, gut 30 Sekunden und dann nochmal in die Runde. Hier kleiner Stolperer bei Anaïs Chevalier Boucher im Weglaufen. Ja, es ist etwas glatt gewesen. Ja. Kirill Eckhoff meistert derzeit einfach jede Situation mit einem Lächeln. Die erste Kugel in der Hand. Sprintweltcup. Check. Machen wir ein Thema Glück im Unglück. Da ist nämlich was umgefallen, was normalerweise nicht umfallen darf. Ein temporärer Lichtmast nämlich ist auf die Strecke geknallt. Da haben die Techniker dort aber gut reagiert. Marc Kirchner, da hinten war auch noch mit in der Nähe. Die gute Nachricht, es ist glimpflich ausgegangen und der schuldige Mast wurde des Stadions verwiesen, wurde entfernt. In der letzten Saison und hier haben wir einen weiteren Sturz. Die Nummer 14 ist das, Nastasia Dubaresava aus Weißrussland. Und dieser Baum, der steht hier gar nicht gut, wenn so hohe Geschwindigkeiten zustande kommen und ein Sturz zur Unzeit passiert. Tja, dann wollen wir uns nichts ausmalen. Was macht der Baum im Wald? Er steht und wächst. Ja, aber in der Tat. Oh, Susi Dankli hat ein Problem. Corbin! So, aufpassen. Ah, die Opterscheibe fehlt. Ja. Sie hat die Opterscheibe verloren. Das heißt, was ist das? Ein kleines Loch, das ihr fehlt. Und ohne dieses kleine Loch kann sie unmöglich genau exakt anvisieren. Das ist dann sehr schwierig. Jetzt schießt sie dennoch? Ja. Nein, da hat sie wenig Chancen zu treffen. Da, das ist natürlich bitter. Das dürfte ihr gebracht werden, aber da war sie jetzt auch zu ungeduldig. Ja. Die Opterscheibe ist natürlich ein Eigenverschulden. Meistens, wenn man das Gewehr reinigt und putzt, zerlegt man es. Vielleicht auch mal die Diopterscheibe raustun. Aber dann muss sie auch wieder entsprechend fest angezogen werden. Und hier, der Kampfrichter ist ganz verwirrt. Die wussten jetzt gar nicht am Anfang, was die gebraucht hatte. Ja. Und schon war es vorbei. Mittlerweile schon gestartet. Und bei Johannes Kühn, den wir hier sehen, vorne zwei Gewichte am Lauf. Das dient der Gewichtsverteilung am Gewehr. Meistens hat man ein Gewicht, er hat hier zwei, weil er stehend eben Probleme hat, das Gewicht nach vorne verlagern und es geht wieder nicht. Ach Mann, Johannes. Kein Treffer, fünf Strafrunden für Johannes Kühn. Ist das bitter? Der quält sich richtig in dieser Saison. Und Sie sehen schon an der Körpersprache hier, scheint er zu überlegen, ja, scheint aufzuhören, der schwingt ab. Unglaublich. Ja. Es geht nicht, Johannes, da läuft man weiter, es tut mir leid, aber auch mit fünf Fehlern kämpft man oder läuft man durch und gibt kein Rennen auf. Damit gibt man einen großen Teil von sich selbst auf. Und finde ich nicht gut. Gefragt, was kurz vorm Start passiert. Sie sind mit allen Athletinnen in die Startaufstellung gegangen und dann plötzlich nochmal zurückgelaufen. Da waren es, glaube ich, nur noch anderthalb oder zwei Minuten Zeit. Was hatten Sie vergessen? Ich hatte den falschen Ski dabei. Ich habe die Bindung zugemacht, habe mir nur gedacht, oh, wieso ist da jetzt die alte Bindung noch drauf? Dann schaue ich vorne an die Spitze. Kacke, Trainingsski. Und dann bin ich Vollgas zurück, mir ist Adrenalin so reingeschossen. Also ich habe schon gedacht, ich verpasse den Start. Aber ich war dann, ich habe noch eine Minute gehabt, als ich wieder am Start gestanden bin. Und die Minute war aber wichtig, weil da bin ich noch mal kurz runtergekommen. Und aber ich war auf alle Fälle aktiviert vor dem Start. Wenn Sie den Trainingsski hätten behalten müssen, der ist nicht präpariert, da wäre nichts gegangen, ne? Nein, das war gerade bei solchen Bedingungen, wäre das echt Worst Case gewesen. Deswegen bin ich auch so schnell es geht wieder zurückgesprintet. Ich habe es in Kauf genommen, selbst wenn ich den Start ein bisschen verpasse, aber hauptsächlich habe ich einen Wettkampfski dran. Es war blöd, dass das passiert, aber ich glaube, das passiert mir jetzt in Zukunft immer. Weil die sich eben mit Antolz
gut auskennen. Super. Und auch super die Höhe kompensieren können. Oh, da ist der Stock gebrochen, wenn ich es richtig sehe. Ja, hat sich da kräftig drauf gestützt. Ah, da geht es, glaube ich, jetzt um den Franzosen, ja. Um Emilia Chatelain, da I don't see him anymore at the course. Kann eigentlich nur er sein, der hat so Anstalten gemacht, das würde jetzt keine Lust mehr haben. Und würde lieber abbiegen und sich umziehen und den Rest sich hier von draußen betrachten, Emilien Chatelain, aber da ist er immer noch unterwegs. Da ist er. Brav, lauf nur weiter. Einfach weiterlaufen, jawohl. 3 Minuten hängt er da hinten dran, aber da stehen. Was macht er denn? Lass doch weiterlaufen. Irgendwas hat er da und zeigt auf seinem Rücken, aufs Gewehr. Irgendwas ist da. Er scheint am Gewehr was zu sein. Ja, und auch da noch ein kleiner Trost unterwegs. Sieht man nicht allzu oft bei WM-Rennen, aber natürlich ist da auch die Enttäuschung mit unterwegs bei so einer großen Chance. Und er ist ja in einer überragenden Verfassung auch, Emilien Chatelain. Und gerade eben dieses Massenstartrennen, wo du zu 30 mit 30 Athleten losgehst, das Beste mit dabei. Tränen in den Augen, also es nimmt ihn schon mit. Ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. So eine Schlussrunde von einem Athleten in all den Jahren, der sich da so widerstrebt den Trainern, Mensch, und jetzt bekommt er Trost, ja, es ist alles gut, und also ich habe sowas noch nie gesehen. Oh, da gibt es einen Sturz von Franziska Hildebrand, habe ich, glaube ich, noch gesehen, ja, die hat sich irgendwo verhakt. Da sehen wir es, im Pulk, mit der Ukraine wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die Ukraine war es, Slowenien leidet auch, oder die 24, das glaube ich gar nicht, das ist Litauen. Ja, schade. Es ist nicht weit hergeholt und mit Sicherheit auch berechtigt. Sicherlich auch. Und wieder Sturz. Und da weicht jemand aus in den Tiefschnee. Ja, tut sich in dem Fall auch nicht weh, das war ein sehr weicher Sturz in den Tiefschnee. Also das siehst schon, in diesen Staffeln, Startrunden, da musst du aufpassen. Das ist Dunja Stauz. Die Österreicherin. Ja. Immer wieder die Österreicherinnen stürzen, schon in Oberhof. Ja, sage mal, die müssen doch alpin fahren können. Hier sehen wir die Nummer 14. Das ist so wie Minkinen, die Finnen, die hier auch unbeschadet letztendlich davonkommt. Nur die Zeit fehlt ihr halt. Ja. Da sind zwei zusammengekracht und nicht gekracht, aber zusammen touchiert. Und dann passiert es eben ganz schnell. Und auch er beginnt mit einem Fehler, quasi Gleichstand. Jetzt kommt noch einer dazu, jetzt reagiert er. Ja, aber falsch. Er sieht ja nicht, wo er hinschießt. Er hat die Fehler hoch. Er müsste jetzt 3x hochdrehen. Aber eben, jetzt wieder. Er muss, jetzt kapiert er es. Aber weißt du, wo er hindreht? Bei tief. Naja, also, das heißt, er sieht es nicht. Jetzt, Gefahr, Strafrunde für Frankreich. Der nächste geht noch höher, genau. Ja. Der nächste geht noch höher. Der weiß nicht, wo er hinschießt. 5-mal daneben, wie bei den Weltmeisterschaften. Auch da ist es ihm auch passiert. Ja, jetzt dreht er zur Seite, was gar nichts bringt. Da dreht er sich nur noch weiter. Also 2 Strafrunden hat er schon. Genau. Das Gewehr jetzt macht die dritte. Genau das, wo er hindreht. Also dieser arme Hund. Ja. Ach. Also das ist schon bitter, das hier so mitzuerleben. Ach, geh. Er kommt nicht mehr hin. Er kriegt nichts ins Ziel. Ja. 4 Strafrunden für Frankreich. Wahnsinn! 12. Rang, 1 Minute schon der Rückstand für die deutsche Staffel. Sieht nicht gut aus für den Moment, für die beiden. Mit insgesamt jetzt schon 8 Nachladern. Da hat was vergessen, der Erik. Das ist jetzt noch vor dem Wechsel.
hat er vielleicht zu wenig Munition da? Ja, tatsächlich zu wenig Munition dabei gehabt. Braucht noch Ersatzschüsse, Ersatzpatronen. Ja, das Nachlader sollte auffüllen. Man nicht vergessen. Ja. Also zusätzliche Hektik, die da reinkommt. Und Erik ja, geht ganz schwer. Kämpft. Geht ganz schwer. Erik kommt nicht vom Fleck. Musste sich vom Japaner überholen lassen, von Takizaki. Und das, wenn du jetzt ja, kann wird wieder sein. Überholt. Ja, 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 ja. Von der Elf von Slowakei. Oh, der geht völlig blau. Erik Lesser geht blau. Oh ja, die rasen ja alle an ihm vorbei. Erik Lesser bricht hier völlig ein. Einer nach dem anderen geht da an ihm vorbei, fast spielerisch. Sieht nicht gut aus für Erik Lesser und für das deutsche Quartett. Das Laufen im Pulk. Und sehr aufmerksam sein. Wir haben es gesehen, wie schnell das geht bei ihr hier, bei Annalise Chevalier-Boucher oder wenn den anderen auf die Stöcke tritt. Und dann eben miteinander in die Abfahrt. Auch hier höchste Aufmerksamkeit. Oh, Sturz wieder. Geboten. Ah, Mädels, passt auf. Belarus. Ja. Ist das Irina Kriuko. Erstmal wieder sortieren und dann ist das Feld entschwunden. Da muss man hinterher. Ja, das ist eben dann die Herausforderung, wenn man in dieser ersten Runde noch gemeinsam in diese Abfahrten geht. Hier kommt sie mit den gelben Abschnitten am Bein. Boah, da war aber ein eigener Fehler. War ja, da war der Schnee in dem Moment tief. Da